Hallo und herzlich willkommen zurück zur theoretischen Informatik. Weiter geht's mit dem versprochenen Kellerautomaten oder auch Stackautomat, je nachdem, was ihr bevorzugt. Stack ist ein sogenanntes kleines Teilchen. Das zeichne ich mal hierher, wenn ich es größer kriegen würde. Ah, das ist okay. Ja. So, jetzt habe ich, was ich wollte. Das hier ist unser Stack und auf diesem Stack stehen gewisse Werte drauf und diese Werte können gelesen oder geschrieben werden. Okay, das hört sich jetzt sehr kompliziert an. Es gibt ihn natürlich auch wie die beiden normalen Automaten in deterministischer und nicht deterministischer Schreibweise. Ich werde jetzt einfach mal den aus dem letzten Video benutzen, vorletzten Video, Entschuldigung. Und den habe ich euch ja da schon erklärt. Und dann werde ich einfach mal da draußen einen Stackautomat machen, beziehungsweise Kellerautomat. Gut, da braucht man dann natürlich aber noch ein paar mehr Informationen. Und zwar, immer wenn dieser Stack leer ist und wir in einem akzeptierten Zustand sind, dann akzeptiert der Automat, ansonsten nicht. Das heißt, wenn ich hier lande, aber der Stack ist nicht leer, dann akzeptiere ich das Ganze auch nicht, das Wort, was ich hier gucken möchte, ob es eben in der Sprache drin liegt. Okay. Ja, wir haben jetzt hier eine 1, also wenn wir hier eben runtergehen, das ist jetzt die nicht deterministische Weise hier, dann kann man zum Beispiel schreiben, wir lesen, ja wobei, wieso zeichnen wir nicht einfach einen neuen Automaten für die Sprache, die wir uns letztes Mal entworfen haben, also das hier. Lasst uns das machen, das ist glaube ich besser. Also machen wir hier erstmal alles weg. Und tschüss. Und dann haben wir hier so einen Start. Zustand, den nennen wir 0. Und der ist natürlich akzeptierend, denn wir wollen ja 0 und 1, ich zeige es euch gerade nochmal hier, 0 hoch n, 1 hoch n wollen wir akzeptieren. Okay, so. Das war auch nicht das, was ich gesucht habe, das hier habe ich gesucht. So, ich habe zwei Bildschirme, deswegen komme ich da immer ein bisschen durcheinander. So, halt, das war der große, den hier wollte ich. Und jetzt kann man sagen, okay, wenn wir eine 0 lesen von unserem Wort, wo sind wir? Da. Wenn wir eine 0 lesen von unserem Wort, dann muss danach auch jedes Mal wieder eine 1 kommen, aber nicht direkt, sondern erst, wenn alle Nullen fertig sind. Okay, also wir lesen eine 1, das heißt, wir sind schon quasi weg. Deswegen zeichne ich das jetzt hier mal gar nicht hin, sondern ich habe euch ja gesagt, alles, was nicht dasteht, wird verworfen. Wenn wir gar nichts lesen, ist okay, dann ist n einfach gleich 0. Wenn wir eine 0 lesen, dann haben wir Folgendes. Wir lesen eine 0 und wir schreiben auf unseren Stack drauf. Also es steht nichts da, aber es wird zu einer 0. Okay? Also ich lese in dem Wort eine 0, das ist der Fall hier, und dann, das ist die Ausführung, also was ich machen muss mit meinem Stack, ich mache mit dem Stack nichts. Also ich kann ja immer nur das Oberste entfernen, ich kann nicht weiter unten was machen. Also ich kann mir nicht aussuchen, welches Element ich mir von dem Stack hole, sondern ich kann immer nur das oberste Element machen. Ich habe zu Stacks auch ein Java-Video gemacht, falls ihr das mal gucken wollt. Aber so prinzipiell gesagt, ich kann immer nur das oberste Element schreiben oder das oberste Element mir runterziehen. So, in dem Fall lasse ich das oberste Element in Frieden, schreibe aber eine 0 drauf. Okay, und dann muss für jedes Mal, wenn ich hier was gemacht habe, muss auch wieder eine 1 runterkommen. Das heißt, ich sage hier Folgendes, okay, wenn ich eine 1 lies, hier lies ich zum Beispiel eine 1, also wenn ich hier eine 1 lies, habe ich gleich schon verloren. Wenn ich hier jetzt eine 1 lies, dann schreibe ich ein Epsilon, das heißt, ich entferne einfach die oberste 0 und lande in diesem Zustand hier und der akzeptiert. Aber ihr erinnert euch, er akzeptiert nur, wenn tatsächlich auch der Stack hier leer ist. Achtung, hier gibt es wahrscheinlich bei eurer Uni und bei meiner Uni ein paar kleine Ungleichheiten. Also manche werden sagen, man muss das noch explizit hinschreiben. Manche sagen,
Man kann es einfach so schreiben. Ich habe mich jetzt so dafür entschieden, wie ich es euch erklärt habe. Informiert euch da genauer drüber. Selbst bei uns war es innerhalb der verschiedenen Fächer nicht ganz einig. Also ja. Jetzt geben wir dem hier noch einen Namen und dem hier geben wir auch einen Namen. Okay. Also wenn wir eine 0 lesen, dann schreiben wir eine 0 auf unseren Stack. Wenn wir 1 lesen, dann nehmen wir eine 1 von unserem Stack weg. So. Und jetzt kopiere ich mir diesen Pfeil hier, denn den brauchen wir nochmal. Und zwar, wenn der liebe Herr eine 0 liest und eine 0 schreiben soll, nämlich das kann er beliebig oft machen, dann muss er aber auch jedes Mal dafür eine 1 lesen können und eine 0 entfernen können. So. Und wenn wir jetzt hier unten sind und wir sind tatsächlich am Ende von unserem Wort, dann werden wir hier fertig. Und wir schreiben hier nichts mehr rein. Okay, das heißt, ich gehe das gerade mal mit euch durch für das Wort. Ich brauche ein Textfeld. Geht das hier irgendwie? Ich glaube nicht. Mache ich einfach mal so. Das Wort W ist 0000011111. Okay. Das hier ist unser Stack, wie ihr wisst. Wir fangen hier an. Wir lesen eine 0. Das heißt, der erste Buchstabe hier erstmal weg. Okay. Wir schreiben eine 0 auf unseren Stack. Gut, dann lesen wir hier noch eine 0. Schreiben noch eine 0 auf unseren Stack. Wir lesen noch eine 0 und noch eine 0 und schreiben noch zwei Nullen auf unseren Stack. Der erste Pfeil, also die erste 0, die wir gelesen haben, war der hier. Und danach sind wir zweimal hier entlang gewandert, dreimal hier entlang gewandert und haben jedes Mal einfach eine 0 hier drauf geschrieben. Dann, jetzt lesen wir eine 1 und entfernen dafür eine 0. Das steht hier. Machen dafür die oberste 0 zu einem Epsilon. Also Epsilon ist einfach nichts weg damit. Gut. Jetzt sind wir hier unten. Und wenn das Wort jetzt fertig wäre, würden wir nicht akzeptieren, weil wir jetzt hier noch drei Nullen auf unserem Stack stehen haben. Gut, jetzt gehen wir hier aber weiter und sehen hier eine 1. Aha, okay, eine 1. Also lösche ich hier eine 1, lösche ich da eine 1, weil ich die ja gerade gelesen habe, und lösche eine 0 hier oben. Und das mache ich noch zweimal weiter. Und dann ist unser Wort fertig. Wir haben alles gelesen, was wir zu lesen hatten, und wir sind in einem akzeptierenden Zustand und wir checken, ist unser Stack leer? Ja, unser Stack ist leer. Also akzeptieren wir das ganze Wort. Gut. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Jetzt machen wir nämlich eins, was nicht akzeptiert, nämlich 001 01. So, zuerst mal, wir befinden uns hier, wir lesen eine 0 und schreiben eine 0. Wir lesen eine 0 hier und schreiben eine 0. Das wären die ersten zwei Nuller. Also wir schreiben 2,0. Gut. Jetzt nehmen wir uns hier die oberste. Jetzt lesen wir das erste wieder. Sehen, es ist eine 1. Nehmen die oberste 0 und entfernen diese 0. Dann sind wir hier unten in diesem Zustand. So, und jetzt haben wir hier aber das Problem. Wir sehen keinen Pfeil, der uns irgendwie eine 0 liest. Das heißt, wir sagen hier, okay, 0. Wir gehen in einen sogenannten Müllzustand. Manchmal zeichnet man den wirklich explizit hin. Und akzeptieren einfach nie, egal für was noch irgendwie kommt. Das kann ich euch gerade mal noch zeigen. Da schreibt man dann einfach sowas hin. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. So, 0 und 1. Und ihr wisst ja, diese Farbe bedeutet nicht akzeptierend. Hier sagen wir, da kommt man hin, wenn man eine 0 hat. Und hier sagen wir, da kommt man hin, wenn man eine 1 macht. Das heißt, der loopt einfach, egal was er liest. Loopt er immer auf sich selber und wir sagen hier, du hast schon verloren, du kommst hier nie wieder raus. Den kennzeichnen wir mal als M für Müll. Also wenn wir hier direkt am Anfang eine 1 lesen, haben wir verloren. Wenn wir eine 0 lesen, haben wir verloren. Egal was danach kommt, wir akzeptieren nie mehr. Und das sehen wir an der Farbe, dass wir nicht akzeptieren. Okay? Gut. Ja, das ist der sogenannte Kellerautomat und das kann man natürlich hier noch beliebig kompliziert machen. Wenn man jetzt gleichzeitig schreiben und lesen möchte, dann sagt man hier einfach statt diesem Epsilon, kommt hier dann halt auch eine 0 drauf. Macht jetzt in dem Fall natürlich keinen Sinn. Wenn wir mehr als einen Buchstaben schreiben wollen, dann macht man hier einfach eine neue Zeile oder schreibt hier halt noch hin, was man zusätzlich machen möchte. Also da kann man machen, was man möchte. Also man kann mehrere Buchstaben schreiben, man kann mehrere Buchstaben lesen, aber man kann sich nicht aussuchen, wo man es hinschreibt, beziehungsweise von wo man es liest. Man liest immer ganz oben und schreibt ganz oben. Okay. Gut, dann hoffe ich, ihr habt's. Oh, ihr seht es gar nicht, fällt mir gerade auf. Das tut mir furchtbar leid. Den Müllzustand, so. Also der loopt einfach immer auf sich selber. Jetzt solltet ihr sehen. Ist einfach ein Pfeil, der auf 0 und 1 geht.
Okay, dann hoffe ich, ihr habt es verstanden und wir hören uns beim nächsten Mal. Dann machen wir kontextsensitive Sprachen, die sind ein bisschen komplizierter und dann sind wir auch tatsächlich schon erstmal fertig mit Grammatiken. Falls ihr Fragen habt, in die Kommentare damit und ansonsten liked oder sonst irgendwas. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.